Und jetzt gibt's wieder Spaß, Action und jede Menge Musik in der Mini-Playback-Show. Heute in der Jury drei Sängerinnen, die Sie alle lieben. Gut gelaunt wie immer, Christina Bach. Nicht zum ersten Mal bei uns, Mary Rose. Und schon 10 Jahre im Rampenlicht, Nena. Und gleich werden nicht nur Kinderherzen höher schlagen, denn hier ist unsere Gastgeberin, Mareike Amado. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier im Publikum. Hier ist euer oder ihre Mini-Playback-Show. Ja! Und ich denke, dass man gar nicht richtig erwachsen werden kann, wenn man nicht im Inneren eigentlich so ein bisschen wie ein Kind bleibt, so spontan und unbefangen. So wie ich. Ne? Das sind eigentlich die besten Qualitäten, die Erwachsene haben können. Und wir haben natürlich 5 Kinder auch wieder heute hier, die unbefangen und spontan sind. Und heute mal einen Star nachmachen können, die sie über alles lieben. Und diese 5 Kinder warten schon, bis ich mit sie reden im Minilädchen. Und da schaue ich jetzt mal rein. Unser Minilädchen. Mini-Lädchen heute Abend, was ein Publikum nicht zu glauben, ist René aus Nördlingen. René! Hallo! René, ich sagte Nördlingen, aber es ist, glaube ich, mit so 2 Pünktchen drauf. Ne? Ja. Wie heißt es denn? Nördlingen. Nördlingen. Ja. Ja, so. Was hast du alles mitgebracht? Für dich. Oh. Und das auch. Und unten eben können Sie mit Ihrem Mann trinken. Mit meinem Mann? Ja. Ich trinke lieber alleine, ich habe keinen Mann. Und dann trinkst du alleine. Ja, ne? Du trinkst, oder mit dir? Nein, du darfst doch nicht. Du darfst noch keinen Sekt trinken, ne? Nein. Nee, was trinkst du denn am liebsten? Cola. Ein bisschen Werbung. Coca-Cola, ne? Light. Coca-Cola Light, ja? Was ist der Unterschied zwischen Coca-Cola und Coca-Cola Light? Weiß ich nicht. Light schmeckt besser? Ja. Ach. Da ist weniger Kokain drinnen. Kokain, ja! Was du alles nicht weißt, ne? Tatsächlich, hör mal. Das sind, wo kommen die her, diese kleinen Trachten hier? Aus Bayern. Bist du ein Bayer? Ja. Das hört man gar nicht. Ja, ich komme von Füssen. Also, ich bin in Füssen geboren und dann habe ich das mitgebracht. Das ist aber schön. Da haben doch die Männer immer so einen Hut auf mit so einem Ding dran, ne? Ja, und Seppel. Ja. Mach normal, kein... Ja. Ein Seppel, gell? Ich stell das mal oben weg. Ne? Und bei dir ist aber auch was drin, ne? So von ein anderes Land vielleicht? Ja. Von was? Von Ungarn. Aus Ungarn? Deine Mama oder dein Papa? Papa. Deine Papa. Aha. Und Ungarn, die können gut singen, ne? Kannst du was auf Ungarisch singen? Ja. Mach weiter. Kosa, kosa, na sebe, na te. Ja, me, la, me, na te, ma, na te. Vene, la, me, na te, ma, na se, ma, na. Du bist so ein richtiger Lausbub, ne? Stimmt's? Nö. Ne, hast du auf der Schule noch nie mal so einen Streich gemacht? Jo. Streiche machst du auch? Erzähl mal, was hast du schon gemacht? Also, meine Lehrerin war am Pult und ich habe gesagt, ich gehe aufs Toilette. Da bin ich in die Lehrertoilette gleich und habe Juckpulver gehabt. Und dann was hast du gehabt? Juckpulver. Juckpulver, ja. Und dann habe ich es auf Lehrertoilette hingeschmiert. Am Lehrertoilettenrollenpapier. Toilettenpapier. Und dann ist meine Lehrerin in die Toilette gegangen und sie hat sich gerieben. Und dann habe ich beim Direktor müssen 2 Seiten schreiben. Ich darf keine Lehrer am Toilettenpapier Juckpulver nicht draufschmieren. Stell mal vor, die gucken hier zu.
Dann schreibst du morgen nur noch 6er. Entschuldig dich mal in der dritten Kamera da. Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Hör mal, und du machst gleich hier was und ich habe dich heute Mittag beobachtet. Du rappst ja wie ein Weltmeister, ne? Ja. Was machst du denn heute hier? Hammer. Hammer! Ja! Früher hieß er ja MC, heute heißt er Hammer. Und wie heißt das Lied? Too legit to quit. Too legit to quit? Ja. Sollen wir ein Kostüm aussuchen? Ja. Guck mal, ob da was zwischenhängt. Ah, da hängt es ja schon. Hier was? Ist es. Hier ist es, ja. Bau die ganze Bude ab hier, nicht? Too legit to quit durch das Zauberei. Sweat running all over my chest. I don't quit, no. I just press hard than I ever did before. Going for the dream that I have in store in my mind. But I know that I'm making it. I gotta get money, nobody's taking it away. No, cause Hammer don't play that. You try to get mine, boy, you better step back, freeze. Cause you don't want none. I hustle for my muscle and you look weak. So yeah, I'm going all the way back. Kicking it at the top because I'm too legit to quit saying. Taking like a quick impulse, get devoured. I choose to abuse, misuse, and confuse competitors who think that they're making up all the rules. Fools in the game, lame and insane. It's a shame I gotta do it, but I remain the same. Unchained, getting better, never known as a sweater. Beating at the top until I got myself together. So wrong with a guy who's physical and fit, knows the time, and too legit to quit saying. Ne? MC Hammer, nee, es heißt jetzt nur Hammer. Und Nena, wir haben ja gehört, wer die Jury heute ist. Nena ist auch ein absoluter Fan von MC Hammer, ne? Ich bin ein Fan von René, also eindeutig. Ja. Yo, baby, yo, kann ich da nur sagen. Kannst du vorstellen, Nena, dass deine zwei Kleinen das auch demnächst machen? Ja, die fangen schon an damit. Ist wahr? Ja, ja, MTV, ich meine, das ist so, darf ich ja gerne. Nee, ich Werbung können wir gebrauchen, aber, ne? Ja, okay. Ich meine, es ist nicht zu vermeiden und ich finde das auch toll. Also, die kriegen das alles mit. Woher hast du das denn? Auf dem Fernsehen, oder? Ja. Ja. Das machst du so toll, wirklich. René, mach genau weiter. Zugeguckt und super nachgemacht. Ja, und Mary Rose hat ja einen Sohn, die ist genauso alt, beinahe, und macht er das